I'm Tom Patterson, Head Pro hier in Mintasil. Heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie man sich halt in den besseren Jahren, wie man sagen würde, wenn man ein bisschen älter wird, wieder bei dieser regnerischen Tag, was wir haben, ein bisschen besser spielen können und bewegen, auf jeden Fall. Weil von einem, ab einem gewissen Alter hat man weniger Bewegung und weniger Freiheit mit dem Körper im Golf auszuführen. Möchte ich heute mal zeigen, wie ich halt meine Schulter auf 90 Grad drehen kann Richtung Ziel. Wie ich das schaffe, ist, meinen linken Fuß bringe ich vom Boden weg und pro Jahr dann kann ich meine Hüfte besser drehen, durch leichter, und wenn ich älter werde, geht der Fuß noch eher vom Boden weg, meine Hüfte kann sich noch mehr drehen und dann habe ich weniger Mühe nachher, die Differenz zwischen meiner Hüfte zu drehen und meine Schultern auf 90 Grad zu bringen. Dafür gibt es eine kleine Übung da. Den Schläger hält man waagerecht vor sich. Beim Rechtsdrehen lasse ich gleich von Anfang an meinen linken Fuß vom Boden wegkommen. Nicht nachher, wenn es mit einem Zwang. Es sollte gleich am Anfang an vom Boden wegkommen. Drehe ich rechts beim Ausholen. Beim Durchschwung drehe ich meinen rechten Fuß voll auf die Spitze und verlängere meinen rechten Arm nach vorne in die Richtung, dass ich einen freien, langen Durchschwung habe mit meinen Armen. Und dann geht der Schläger ab über meine linke Schulter. Das Problem, was viele Golfer haben beim Ausholen, ist, der Radius an den Schwung hier zu haben. Und das ist immer ein bisschen kleiner gemacht, indem der linke Fuß immer auf dem Boden bleibt. Und der Radius wird immer schmäler und schmäler. Vorhin haben wir gerade gesagt oder geredet darüber, dass der linke Fuß kommt vom Boden weg. So, weg. Habe ich meine Hüfte besser gedreht. Meine Arme dann sind in der Lage, von meinem Körper wegzukommen und oberhalb der Schulter zu bringen. Dann habe ich eine gute Möglichkeit, mit einem Abschwung am Ball zu treffen. Ganz kurze Übung dafür, das zu machen ist, vorhin haben wir geübt, mit der Hüfte zu drehen, dann den Fuß vom Boden wegzubringen. Jetzt möchte ich euch ein bisschen Übung zeigen mit den Armen, dass ein guter Aufschwung zu machen wäre. Und zwar, man hebt den Schläger hoch, vorne, vor sich, hebt den Schläger hoch, dass er oberhalb der rechten Schulter ist. So. Und nicht, dass es so im Körper kommt. Der Armen weg. Dann üben wir mit den Schultern, die Arme, dass sie rauskommen vom Körper. Gib den hoch, oberhalb der Schulter. Dann, wenn ich beim Ausholen meine Drehung mache in die Richtung, dann kann ich meine Arme hoch haben in die Richtung, sind die oberhalb meiner Schulter hier. Dreh, Arme hoch, dann habe ich einen guten Radius und meinen Golfschwung. Genau das gleiche gilt für den Durchschwung. Ich muss in die Richtung drehen, zum Ziel. Bringe ich meinen rechten Fuß voll auf die Spitze. Dann meine Arme gehen so hoch und gehen die oberhalb meiner Schulter und bis auf die Schulter kommt man den Schaft. So. Der rechte Fuß geht auf die Spitze, die Arme schwingen von mir weg und der Schläger kommt auf die Schulter. So kann man das auch so üben, da, dass der Arm hoch vor mir geht, oberhalb der Schulter. Drehe ich zum Ziel hin und lasse den Schläger ab über meine Schulter schwingen. Das ist eine von den Tipps, was ich gerne gebe Golfer. Wenn irgendwo Möglichkeit gibt, bitte setz dich hin. Es ist nicht nur da, um das Genesen der Gegend hier so anzuschauen. Es ist auch, dass für den Körper ein bisschen müde wird über der Zeit. Und wenn keine Sitz da ist, dann sollen sie auf jeden Fall immer ein bisschen regelmäßig was essen und was trinken. Das heißt nicht Bier, das heißt Wasser. Also am besten. Und dazu, wenn man ein paar Bälle geschlagen hat auf der Driving Range, sollen sie auch mal Pause machen hin und wieder. Nicht so oft Bälle schlagen, bis man müde ist und hat man keine Energie mehr. Wie ich gesagt habe, hinsetzen und ein bisschen Pause machen. Andere Sache, was ich euch erzählen möchte, ist, der Golfschläger.
Die Golfschläger sind immer heutzutage super, voll Dynamik. Treiber 9,5 Grad. Es ist sehr steil. Der einzige ist, die Geschwindigkeit, was man hat mit unserer Alter, ist, der fliegt nicht. Bestens, wenn man einen Golfschläger hat, dass genügend Schräge ist vorhanden an der Winkel von der Treiber. So, ich empfehle jeder Golfer ab 60 auf jeden Fall ein Treiber mit über 11 Grad. Noch 11 Grad, 12 Grad war noch besser. Dann wird sie viel mehr Freude haben, weil der Ball fliegt länger. Und nachher kann man schön stehen und lang hinschauen, bis er runterkommt. Da war nicht so gute Golfer. So, meine Oldies, ich bin auch bald. Ich wünsche euch einen schönen Golfnachmittag noch. Und ich hoffe, meine Tipps hat euch geholfen. Und vielleicht sehen wir uns hier im Golfclub mit der Sil. Danke. Viert euch und einen schönen Nachmittag.